als eine Grünfläche. Und diese Grünfläche haben wir hier dringend notwendig. Wir brauchen sie für die Freizeit, für die frische Luft, um Platz zu haben hier in der dichten Bebauung. Doch gegen unseren Willen hat der Senat von Berlin und auch der Bezirk hier von Mitte einen Vertrag geschlossen, letztes Jahr, mit der Grundeigentümer CAMU. Und in diesem städtebaulichen Vertrag geht es darum, dass dem Bauinvestor Klaus Groth nun das Recht eingeräumt wird, hier 530 Luxuswohnungen zu bauen. Laut und deutlich wollen wir heute und hier sagen, nein zur Vernichtung von Grünanlagen. Und gleichzeitig wollen wir uns dagegen stellen, dass mit Wohnungen herumspekuliert wird. Wohnung ist ein Grundrecht und keine Spekulationsmasse. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir nicht zulassen wollen, dass Menschen hier aus dem Viertel verdrängt werden, weil sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen wollen, nicht mehr bezahlen können. Wir sagen laut und deutlich, keine Profite mit der Miete. Ich freue mich, dass wir bei dieser gemeinsamen Kundgebung doch so zahlreich zusammengekommen sind. Zwei Prozesszüge hat es gegeben, einen diesseits vom Kleintunnel und einen jenseits vom Kleintunnel. Die Aktivisten und Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Prenzlauer Berg sind zusammengekommen mit den Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Gesundbrunnen. Seit 1990 setzen sich die Bürgerinitiativen im Prenzlauer Berg für eine Erweiterung des Mauerparks ein. Durch den aktiven Protest ist es gelungen, bis heute 16 Bebauungspläne erfolgreich zu verhindern. Seit April 2013 ist es uns gelungen, die Kräfte zu bündeln, die Bürgerinitiativen zusammenzubringen, die Aktivisten und die Bürgerallianz über Mauerparkallianz zu bündeln. Gemeinsam stehen wir gegen die Bebauungspläne. Die schwarz-rote Politik im Senat sowie im Bezirk Mitte wollen Veränderungen über unsere Köpfe durchdrücken. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sind es, die hier im Brunnenviertel und auch im Prenzlauer Berg leben. Wir wollen mitbestimmen, wie wir leben und wie wir wohnen. Das wollen wir heute mit unserer Stimme deutlich machen und auch mit unseren vielfältigen Aktionen hier sichtbar zum Ausdruck bringen. Wollen wir Anwohnerinnen und Anwohnern eine Stimme geben? Wir wollen Bürgerinitiativen die Möglichkeit geben, sich darzustellen. Und wir wollen gemeinsam die nächsten Schritte besprechen. Gleichzeitig wollen wir informieren über die nächsten Initiativen. Wir haben einen Informationstisch, wo ihr euch noch nähere Informationen holen könnt, wo ihr Material bekommt, das ihr bei euch in der Nachbarschaft noch mit verteilen könnt. Gleichzeitig besteht dort auch bei dem Informationsstand die Möglichkeit, dass ihr euch vernetzen könnt. Auch haben wir heute hier die Möglichkeit, Transparente herzustellen. Es steht Stoff zur Verfügung, zu malen, sodass ihr von euren Balkons sichtbare Transparente herunterlassen könnt und dadurch noch andere Bewohnerinnen und Bewohner zu motivieren und
Programm wird begleitet von künstlerischen Darstellungen. Vielen Dank an die Seifenfabrik für die schillernden bunten Widerstandsblasen. Und vielen Dank auch an Emanuel, der uns mit Musik begleiten wird, mit dem wir unser Programm auch gleich eröffnen. Okay.